Ja, Glück auf, Freunde. Und wieso rennt ihr jetzt weg? Ich denke, wir müssen hier rein. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass ich hier rein muss. Deshalb gehe ich auch hier rein. Ich glaube, wir sollen immer schön auf dem Symbol bleiben. Kann das? Gregor, es tut mir leid. Seht ihr diese Symbole am Boden? Ja. Esbern hat recht. Das sieht aus wie Druckplattenschalter. Seid vorsichtig. Ach so, ich hätte auch. Wir gehen hinüber, sobald es sicher ist. Ja, ja. Hilfe? Ich wäre fast hops gegangen. In der Nähe des Eingangs sind. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe am Ring gezogen. Oh nee. Ich hab Spaß mit den Fallen. Entweder gehst du oder du lässt mich vor, du Sack. Oh, eine Kiste. Oh, ein Kopf. Tempel der Himmelszuflucht. Huh. Dietriche Gold. Mächtiger, ja, aber leer. Halt alle in unmittelbarer Nähe des Zaumenden um 200 Punkte. Ui. Das Buch lese ich doch direkt mal, das klingt gut. Nee, das war klein bisschen falsch. Nee, das war auch falsch. Magie, Wiederherstellung, Heilung weg und dafür die starke rein. Und die starke Heilung packen wir auf die 4. Wunderbar. Und zudem noch einmal viel besser. Gut erhalten. Hab ich gut gemacht, ne? Der Kopf macht mir aber Angst. Ah, da ist das Blutsiegel. Noch eine vergessene Kunst der Akaviri. Zweifelsohne wird es ausgelöst durch... Nun ja, Blut. Euer Blut, Drachenblut. Schaut her. Hier seht ihr, wie die Klingen damals Reman Syrodiil verehrt haben. Blutsiegel! Aber was war? Oh. Es bewegt sich. Und jetzt machen Kopf weg. Ihr habt es geschafft, dort ist der Eingang. Nach euch, Drachen. Euch gebührt die Ehre, den Tempel der Himmelszuflucht zuerst zu betreten. Oh, danke, danke. Keiner weiß, was uns da drin erwartet. Ja, viel Dreck, da wurde ewig nicht geputzt, das sage ich dir. Naja, wollen wir einfach mal gucken, was auf uns zukommt. Wird schon nicht so schlimm sein. Finster ist es. Schick. Was haben wir hier? Ist das Alduins Mauer oder wie? Kann man sich auch ein bisschen umsehen vielleicht, was es so gibt? Hier in der Truhe zum Beispiel. Schild der Klingen, Gold. Klingenstiefel, Klingenpanzerhandschuh. Helm der Klingen und Klingenrüstung. Ey, die Rüstung, die ist ja gar nicht mal schlecht. Zeig mir mal meine. Na gut, meine ist natürlich besser, aber trotzdem. Nehmen Drachenfluch. Streitkolben, Etikette. Einhändig verbessert auf 53. Können wir mal durchblättern. Die Rüstung der Klinge ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Nicht wahr, mein Freund? Aber meine ist besser. Ich sehe mich inzwischen mal oben rum, solange wir die brauchen. Und was ist das eigentlich für eine Waffe gewesen mit dem Drachenfluch? 40 Punkte zusätzlicher Schaden bei Drachen. Hm. Meine Freunde wollen wohl nicht hier raufkommen. Richtig, Esbern. Ja, natürlich.
Ich denke, wir haben später noch Zeit, uns umzusehen. Sehen wir, was uns noch alles erwartet. So einiges. Jetzt kommen wir aber mal ran hier. Und wie stark ist deine Rüstung? Was gibt es, Tane? Was mir gehört, gehört auch euch, Tane. Deine Rüstung ist auch besser. Naja, gut. Nun denn, vorwärts. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Klingrüstungen so gut sind, muss ich zugeben. Shors Knochen, da ist sie. Alduins Mauer, so gut erhalten. Noch nie habe ich ein schöneres Beispiel einer Akaviri-Reliefarbeit aus der frühen zweiten Ära gesehen. Esper, wir brauchen Informationen, keine Geschichtsstunde. Echt mal. Ja, ja. Sehen wir mal, was wir hier haben. Ich meine, cool sieht's aus, muss man sagen. Seht, da ist Alduin. Diese Tafel geht zurück zum Anbeginn der Zeit, als Alduin und der Drachenkult im Himmelsrand herrschten. Hier lehnen sich die Menschen gegen ihre Drachenherrscher auf. Der legendäre Drachenkrieg. Alduins Niederlage steht im Mittelpunkt der Mauer. Seht, hier fällt er vom Himmel. Lappen kann der nicht mal fliegen. Meister der Stimme stellen sich gegen ihn auf. Und zeigt es, wie sie ihn besiegt haben? Sind wir nicht deswegen hier? Nur Geduld, meine Liebe. Die Akaviri waren kein unkompliziertes Volk. Alles ist in Sinnbilder und geheimnisvollem Symbolismus eingebettet. Ja, ja. Diese Ranken hier, die aus den Mündern der Nordhelden kommen, so stellen die Akaviri einen Schrei dar. Aber wir wissen nicht, um welchen Schrei es sich handelt. Wahrscheinlich um einen, der speziell mit den Drachen oder sogar mit Alduin selbst zu tun hat. Ihr meint, sie haben einen Schrei eingesetzt, um Alduin zu besiegen? Seid ihr sicher? Hm? Oh ja. Sie hätten den Schrei wohl nicht so deutlich hervorgehoben, wenn er nicht wichtig wäre. Denkt daran, diese Mauer wurde als Aufzeichnung für künftige Klingen errichtet. Nichts an ihr wurde dem Zufall überlassen. Okay. Dann suchen wir also nach einem Schrei. Verdammt! Habt ihr je so etwas gehört? Ein Schrei, der einen Drachen aus dem Himmel holen kann? Nein, von so etwas habe ich noch nie gehört. Ich habe befürchtet, dass ihr das sagen würdet. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Wir müssen die Graubärte um Hilfe bitten. Ich hatte gehofft, wir könnten sie aus dem Spiel lassen. Aber uns bleibt keine Wahl. Was habt ihr gegen die Graubärte? Wenn es nach ihnen ginge, würdet ihr nichts tun, als mit ihnen dort oben auf ihrem Berg zu sitzen und mit dem Himmel zu reden. Oder was immer sie tun. Die Graubärte haben so viel Angst vor der Macht, dass sie sie nicht einsetzen wollen. Denkt darüber nach. Haben sie versucht, den Bürgerkrieg zu beenden oder etwas gegen Alduin unternommen? Nein. Und vor euch, vor eurer Macht, haben sie Angst. Vertraut mir, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Denkt doch an Tiber Septim. Glaubt ihr, er hätte das Kaiserreich gegründet, wenn er auf die Graubärte gehört hätte? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, gut. Vielleicht haben die Graubärte ja recht. Macht kann sehr gefährlich sein. Nee, das nicht. Ja, aber gut. Ich würde nicht Macht geil. Also hör mal, ich bin Lord Peter, ja? Keine Sorge, ich habe keine Angst vor meiner eigenen Macht. Gut. Die Graubärte können euch viel beibringen, doch lasst nicht zu, dass sie euch von eurem Schicksal abbringen. Ihr seid ein Drachenblut. Und nur ihr könnt Alduin aufhalten. Vergesst das nicht. Ich sollte herausfinden, was Arngeier über diesen Schrei weiß. Tja, gut, dass sie euch bereits in ihren kleinen Kult aufgenommen haben. Espern oder mir würden sie wohl kaum helfen, wenn wir darum bitten würden. Wir werden uns im Tempel der Himmelszuflucht danach umsehen, was die frühen Klingen uns sonst noch hinterlassen haben könnten. Es ist ein besseres Versteck, als ich mir erhofft hätte. Talos schütze euch. Ja, das macht er eventuell. Auf der dritten Tafel. Gut. Was die auf der dritten? Die Prophezeiung, die Akaviri auf der Suche nach einem Drachenblut überhaupt erst nach Tamriel geführt hat. Hier sind die Akaviri, also die Klingen. Ihr seht ihre charakteristischen Langschwerter. Jetzt knien sie nieder. Ihre uralte Mission ist erfüllt. Das letzte Drachenblut tritt am Ende der Zeit gegen Alduin an. Das ist Hört nicht so meins. Zu, Delphine? Ihr könntet etwas über unsere eigene Geschichte lernen. Geht's denn hier oben noch hin? Ich kenne die Nach Himmelsrand geht's hier. Ja, glaub ich's denn.
Mal sehen, wo wir jetzt rauskommen hier letztendlich. Hilfe. Die alten Mauern hat hier oben keiner gesehen? Na gut, wir haben was zu tun. Wir müssen immerhin die Welt retten, ja? Wo ist denn der Hals of the Berge? Beziehungsweise Hals of the Welt? Hochotka. Ja, natürlich will ich dahin. Was meinst du, was ich sonst vorhab hier, meine liebe Karte? Schöne Sache ist das. Aber wir haben zu tun. Hör auf, ständig schöne Sachen zu finden, Peter. Wir müssen die Scheißwelt retten. So. Erstmal selbst ermutigt weiterzumachen. Wo finde ich denn den alten Knilch? Aha, hier hockt er rum. Eure Ausbildung macht gute Fortschritte, Drachenblut. Jaja, ich muss den Schrei lernen, der Alduin besiegt. Woher wisst ihr davon? Mit wem habt ihr euch unterhalten? Es stand auf Alduins Mauer. Die Klingen, natürlich. Sie mischen sich besonders gern in Angelegenheiten ein, die sie kaum verstehen. Ihre rücksichtslose Arroganz kennt keine Grenzen. Sie wollten schon immer jedes Drachenblut vom Pfad der Weisheit abbringen. Habt ihr nichts von uns gelernt? Wollt ihr als Werkzeug in den Händen der Klingen enden, nach ihrem Belieben zu ihren Zwecken eingesetzt? Die Klingen helfen mir nur. Ich bin nicht ihre Marionette. Nein, nein. Natürlich nicht. Vergebt mir, Drachenblut. Ich war euch gegenüber ungehalten. Aber hört meine Warnung. Die Klingen sagen zwar, dass sie jedem Drachenblut dienen, aber dem ist nicht so. Dem war noch nie so. Und könnt ihr mir diesen Schrei beibringen? Nein. Ich kann ihn euch nicht lehren, weil ich ihn nicht kenne. Er wird Drachenfall genannt, aber seine Worte der Macht sind uns unbekannt. Wir trauern ihm nicht nach. Drachenfall hat keinen Platz im Weg der Stimme. Ich dachte, ihr kanntet alle Worte der Macht. Nicht jedoch Drachenfall. Das Wissen über diesen Schrei ging lange vor Beginn der Geschichtsschreibung verloren. Vielleicht kannten ihn nur seine Schöpfer. Aber ich bin nicht der, der mit euch darüber sprechen sollte. Was ist an Drachenfall so schlimm? Er wurde von jenen erschaffen, die unter der unvorstellbaren Grausamkeit von Alduins Drachenkult gelebt hatten. Ihr ganzes Leben wurde von ihrem Hass auf Drachen verzehrt. Und sie warfen all ihren Zorn und ihren Hass in diesen Schrei. Wenn ihr einen Schrei lernt, nehmt ihr ihn tief in euer Wesen auf. Auf gewisse Weise werdet ihr selbst zu dem Schrei. Um diesen Schrei lernen und anwenden zu können, müsst ihr das Böse, das ihn erfüllt, in euer Innerstes aufnehmen. Und zum Overlord werden, oder was? Wenn der Schrei verloren ist, wie kann ich Alduin dann besiegen? Nur Partonax, der Meister unseres Ordens, kann diese Frage beantworten, so er sich denn dazu entscheidet. Wer ist Partonax? Er ist unser Anführer. Er übertrifft uns alle in seiner Beherrschung des Weges der Stimme. Warum bin ich Partonax noch nicht begegnet? Er lebt abgeschieden, hoch oben auf dem Gipfel des Berges. Er spricht nur selten zu uns und nie zu Außenseitern. Es ist ein großes Privileg, ihn sehen zu dürfen. Wie gelange ich zum Berggipfel, um ihn zu sehen? Nur jene, deren Stimme stark ist, können den Pfad finden. Kommt, wir werden euch einen Schrei lehren, mit dem ihr den Weg zu Partonax öffnen könnt. Alles klar, also die machen echt aus allem Geheimnis, hey Gregor, also da kann man euch nur den Kopf schütteln, was? Lasst euch Zeit. Der Weltuntergang wartet bestimmt auf uns. Also macht's euch gemütlich, setzt euch nochmal hin, esst einen Keks, macht's euch bequem. Ihr Ärsche! Was? Ah, ich bin wach, wirklich. Oh, Hilfe. Ich bin echt wach. Geht weg. Schaut mich nicht so. Ach so. In den Innenhof soll ich gehen.
Was schaust du so? Geh weiter. Ich muss diesen Schrei kennen. Wisst ihr was? Wir beschleunigen die Sachen, indem wir das hier machen. Sind alle hin? Ach, da hinten. Na, zum Gipfel komme ich ja nicht durch, wegen diesen elenden Stürmen hier. Lock. Huch. Erlerne den Schrei, wolkenlose Himmel. Lockwackor. Ich werde euch mein Wissen über wolkenloser Himmel vermitteln. Dies ist unser letztes Geschenk an euch, Drachenblut. Nutzt es weise. Oh, gib her das Zeug. Bin ich jetzt vollmächtig? Wolkenloser Himmel wird den Nebel weggehen. Aber nur für kurze Zeit. Der Weg zu Patornax ist voller Gefahren. Ihr solltet ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Geht immer weiter. Konzentriert euch auf euer Ziel und ihr werdet den Gipfel erreichen. Und wenn nicht? Naja gut, Magie, wo habe ich denn die schönen Schreie? Das muss ja unten sein, ist ja wolkenloser Himmel, ne? Ach, ich habe das sogar alles schon erlernt und so. Na, fein. Also der Schrei hat eigentlich ganz gut funktioniert. Woher kriege ich denn schon wieder Schaden? Muss ich noch ein bisschen rumbrüllen vielleicht? Ziege! Was machst du denn hier? Da würde ich vielleicht nicht unbedingt lang rennen. Das könnte zu einem Absturz führen. Krigo ist nicht da. Okay. Oh shit. Lass mich bloß in Ruhe, du Eisbiest. So, du willst dich mit mir anlegen, habe ich gehört. Na, dann komm mal her, mein zauberhafter Troll. Zonk. Ziel, sagst du mir, wo es hier sicher ist? Also hier schon mal nicht. Menschenskinder, hier geht's aber ganz schön hoch hinaus noch. Müssen wir noch ein bisschen das Wetter beschwichtigen hier. Sonst spült uns das den Berg nämlich gleich wieder runter. Wo geht's lang? Hier geht's lang. Oh, hier oben ist schon wieder so ein beißender Wind. Beziehungsweise hier war ein beißender Wind, denn ich habe ziemlich schnell gehandelt und recht radikal. Hals der Welt entdeckt. Und meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, Patornax, Oberhaupt der Graubärte. Damit habt ihr nicht gerechnet jetzt, was? Ich aber auch nicht. Bevor wir aber mit dem reden und quatschen, kletter ich den Berg rauf, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass hier irgendwie... Konnte man nicht irgendwie den Berg noch rauf? War da nicht noch was? Ich bin der Meinung, da war noch was.
Also zumindest komme ich hier ganz gut hoch. Oh ja, das sieht richtig aus. Weil irgendwie hatte ich das Gefühl, hier war noch irgendwas. Und wenn nicht, dann hat man von da oben zumindest garantiert einen grandiosen Ausblick. Und hier ist doch was. Eine Ebenerzader. Hier sind ganz viele Erzadern. Hier steckt eine Spitzhacke, die ich nicht benutzen kann. Eine schartige Spitzhacke. Steigert die Schmiedefähigkeiten. Ich bin aber noch nicht ganz oben. Toll, jetzt bin ich wegen der Spitzhacke hier hochgekommen, oder was? Naja, gut. Bevor wir mit Patunax reden, machen wir Schluss und beim nächsten Mal reden wir mit dem Onkel Dino hier unten. Mal sehen, was der uns so alles zu erzählen hat. Danke fürs Zuschauen, wie immer. Macht's gut.